Im Kraftraum des Landesruderverbandes Berlin herrscht heute gähnende Leere. Und das hat einen guten Grund, denn die erste Regatta des Jahres steht an. Der Langstreckentest ist im Frühjahr der traditionelle Saisonauftakt für alle Leistungssportler und Leistungssportlerinnen aus dem Nachwuchsbereich. Bestes Wetter dafür, wirklich sehr schön sonnig, wirklich auch sehr, sehr schöne Gastgeber hier und alles. Also man kann sich wirklich nicht beschweren. Es war komplett glatt, man konnte gut rudern. Aber es hat mir auch Spaß gemacht, aber schon anstrengend. Man konnte noch mal ein bisschen Vitamin D tanken. Am Samstag sind auf dem Hohenzollernkanal über 200 Boote am Start. Die Strecken liegen zwischen 3 und 6 Kilometern. Organisiert wird die Regatta vom Landesruderverband Berlin. Also ich glaube, wir werden in diesem Jahr zeigen, dass wir wieder gut dabei sind und der Berliner Landesverband auch in der Spitze bei den Nachwuchsleuten wieder ein paar Mann für die Nationalmannschaft stellen wird, auch im U19-Bereich. Im Regattabüro laufen alle Zeiten zusammen. Ziel ist es, nach dem Wintertraining den Leistungsstand zu ermitteln. Das ist ein wichtiger Gradmesser für Athletinnen und Athleten und Trainerinnen und Trainer für den weiteren Saisonverlauf. Ja, also man kann da tatsächlich rausziehen, wo fehlt es zum Beispiel noch ein bisschen an der Ausdauer, wo fehlt es an der Kraft. Da kann man dann in den Trainingsplänen nochmal nachsteuern. Also man kriegt diverse Erkenntnisse natürlich, wie ist der Sportler technisch bestellt, ja, kann er eine Rumpfspannung über eine längere Strecke aufrechterhalten. Das wird dann auch verglichen über alle Sportler, über alle Vereine und daraus werden dann auch die Boote bei dem Juniorenbereich zusammengesetzt. Ob dieser Raum so leer bleibt, hängt wahrscheinlich auch von dem ein oder anderen Testergebnis ab. Aber jetzt kann man zum Glück auch auf dem Wasser wieder die ein oder andere Sache nachholen.